Servus. Ich will heute einmal kurz erklären, wie wir aus dieser schönen Sitzgruppe, die so wie sie jetzt gerade aussieht, für zwei Personen oder auch für drei Personen geeignet ist, wie wir die umbauen können für den Betrieb mit vier Personen. Wir haben also zwei Personen, die vorne fahren, Beifahrer, Fahrer, und es müssten hier noch zwei Leute sitzen, die natürlich sich angurten müssen, weil das ist ja vorgeschrieben. Einer kann hier sitzen, kann sich angurten, kein Problem. Der vierte müsste theoretisch so sitzen, was natürlich nicht gestattet ist. Weil wir haben hier A keinen Gurt, B musste er die ganze Zeit die Füße hoch machen. Dafür hat sich Knaus was ausgedacht und das zeige ich jetzt einmal ganz kurz. Um diese Sitzgruppe, diese L-Sitzgruppe umzubauen für einen Vier-Personen-Betrieb, müssen wir einmal dieses Sitzkissen entfernen. Wir müssen leider auch diese schöne Rundung entfernen. Das ist alles mit Klettverschlüssen festgemacht. Ist also überhaupt kein Problem, diese Teile zu entfernen. Dann muss leider auch dieses Sitzelement entfernt werden. Und zum Schluss auch hebt man die Sitzbank an und muss dieses Brett hier entfernen. Dann kann theoretisch hier jemand sitzen, aber es fehlt noch die Lehne. Die holen wir eben kurz und dann komme ich wieder. So, da bin ich wieder. Das ist das Teil, was jetzt hier hinten noch reinkommt. Bevor wir das aber richtig reinmachen, müssen wir natürlich die Gurte hervorholen. Die Gurte ziehen wir einfach nach vorn. Einmal brauchen wir das Teil. Und einmal brauchen wir das Teil. So, den Gurt legen wir drüber. Das hält ganz normal mit Klickverschluss. Und jetzt ganz wichtig, damit man sich bei den Polstern nicht das Leder kaputt macht. Bei den dunklen braunen Leder, was wir hier haben, ist es nicht ganz so schlimm, da fällt es nicht so auf. Aber bei dem hellen Leder bzw. bei der Lederstoffkombination sollte man auf jeden Fall dieses Element hier nutzen. Hier wird also der Gurt einmal eingeführt, festgeklettet. Und das hat den Effekt, dass der Gurt hier in diesem geschützten Bereich durchläuft und nicht ständig hier über das Leder drüber scheuert. Das kann einfach so bleiben. Die Gurte sind okay. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen als vierter Fahrer. Ganz normal angucken. Und kann meine Fahrt genießen. Kann die Füße hochlegen und habe hier natürlich jetzt noch etwas Stauraum. In unseren Fahrzeugen, die wir für die Vermietung nutzen, wird dieser Platz noch zusätzlich mit einer Sitzmöglichkeit ausgestattet. Wie das dann aussieht, wird unser Mieter entsprechend sehen. Das möchte ich hier im Video nicht zeigen. Aber das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ihr habt es gesehen, wie wir aus den vier Plätzen, nein, du kannst wieder aus den zwei Plätzen eine Viererkombination machen. Eigentlich relativ einfach. Beim Zurückbauen genau entgegengesetzt. Das heißt, wir nehmen einmal dieses Teil raus. Setzen dann das Holzbrett wieder ein. Machen die Eckgruppe drauf, machen die Sitzfläche drauf und die Rückenlehne und schon haben wir wieder
die wunderbar schöne Exits-Gruppe. Das war's. Ciao. Ja, von wegen Tschüss. Wir haben natürlich vergessen, dass da noch die Kopfstützen rein müssen. Sonst gibt's Aua. Also Kopfstützen werden hier einmal eingeführt. Dafür gibt es, ich zeige das einmal kurz, diese Rohrhalterung. Die kann man dann auch entsprechend in der Höhe variieren. Die müssen also noch rein. Einmal die Nummer 1 und einmal die Nummer 2. So, und jetzt sind wir wirklich fertig. Gute Fahrt!